welcher Rot ist eine spezielle Figur. Er bewegt sich immer im Dunstkreis von Geheimnissen. Dann ist er aber auch wieder ganz normal tätig für Behörden, für Firmen. Er ist schwierig einzuschätzen, weil er mal hier, mal da ist. Ich habe damals für das Nachrichtenmagazin Facts eine Geschichte recherchiert, in der es um Waffenexporte nach Angola ging. Und jemand hat mir dann plötzlich gesagt, frag doch mal, welcher Roth, der hat dort gearbeitet. Und so bin ich erstmals mit ihm in Kontakt getreten. Das war vor über 16 Jahren. Genau, er war in einer Ausbildung für die USA und hatte einen Onkel, der ihm das vermittelt hat. Und dann war er plötzlich dann für US-Truppen unterwegs, war auch für die USA in Vietnam. Im Golfkrieg war er plötzlich in den Reihen der USA. Also war auch da gut vernetzt und kannte viele Leute, vor allem an den Stützpunkten in Deutschland.